Liebe Familie Edlinger, liebe Trauergäste, liebe Rapid-Familie. Ich kam im Sommer 2002 zum SK Rapid. In der Annahme, nach 1 bis 2 Jahren wieder in meine Heimat nach Deutschland zu ziehen. Präsident zu dieser Zeit war Rudolf Edlinger. Mir als junger Deutscher hat der Name natürlich nicht viel gesagt. Ich wusste nicht von seiner großartigen politischen Karriere, von seiner Funktion im Fußball und habe mir auch gedacht, dass ich ihn wahrscheinlich nicht allzu oft sehen werde. Zwei Fehleinschätzungen von mir, die sich dann aber als etwas Großartiges in meinem Leben herausgestellt haben. Denn Rudi Edlinger war nicht nur mein Präsident und ich hoffe, seine Enkelkinder können mir verzeihen, aber er war auch ein Stück mein Wiener Opa. Er war immer da, stand mir immer zur Seite und gab mir immer einen guten Rat. Umso trauriger ist es, dass er jetzt von uns gegangen ist. Umso stolzer bin ich, dass ich ihn so gut kennenlernen durfte und dass er sich gewünscht hat, dass ich hier heute Ihnen ein Stück von unserem gemeinsamen grün-weißen Weg erzähle. Eigentlich kam ich 2002 wegen eines gewissen Lothar Matthäus nach Wien. Er hat mich von Bayern, von der zweiten Mannschaft zu Rapid geholt. Als ich hierher ankam, war Matthäus wieder Geschichte und mit Josef Ickersberger hatten wir einen Trainer, der ähnlich wie Rudi Edlinger eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben und auch wie bei Rudi Edlinger eine wichtige Rolle bei sehr vielen Spielern zu dieser Zeit eingenommen hat. Und ich durfte den Präsidenten kennenlernen, denn ich war am Anfang bei sehr vielen Veranstaltungen, da ich nur einer von zwei Neuerwerbungen war. Und wir hatten von Anfang an einen sehr guten Draht zueinander. Er war mir von Anfang an sympathisch, weil dieser Mensch einfach jedem Menschen sympathisch sein musste und er einfach eine unglaubliche Art hatte, wie er mit allen Menschen umgegangen ist. Die Zeit für Rapid war nicht leicht. Die schlechteste Saison mit dem abgeschlossenen 8. Platz der Vereinsgeschichte war hinter uns. Rudi Edlinger wurde ein halbes Jahr vor meiner Ankunft Präsident. Im ersten Jahr verlief es auch nicht nach Plan. Wir schafften es nicht in den Europacup und hatten dann im zweiten Jahr, als ich schon Kapitän war, das Pech, dass die Bank Austria ausschied und Rudi Edlinger mir in einigen Gesprächen erklärt hat, was das für uns bedeutet und welche großen Auswirkungen es hatte. Aber er hat es dann geschafft, gemeinsam mit Werner Kuhn und Erich Haider die Wien Energie als langjährigen Partner für unseren Club zu engagieren und hat uns damit das erste Mal gerettet. Eine von vielen Handlungen, die man Rudi Edlinger zuschreiben muss, eine von vielen seinen Seiten, die man ihm zuschreiben muss, ist, dass er sich nie über andere gestellt hat, wenn es um Rapid ging. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Wir waren in Russland, haben Europacup gespielt, kommen am Flughafen an und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir durch die Passkontrolle kamen. Und ich fragte, Herr Präsident, Sie haben doch Ihren Diplomatenausweis. Und er sagte zu mir, wissen Sie, Herr Hofmann, dazu muss ich sagen, ich glaube, er ist der einzige Mensch im Verein, der mich bis zu seinem letzten Tag gesitzt hat. Und ich wusste auch immer, wenn er zu mir sagt, wissen Sie, Herr Hofmann, dass es nicht eine Information ist, sondern eine Lehre sein wird, was er jetzt sagt.
Wissen Sie, Herr Hoffmann, hat er gesagt, ich bin hier als Rapid-Präsident. Und wenn ich hier bin als Rapid-Präsident, dann gehe ich mit allen Rapidlern den gleichen Weg. Und das war etwas, was ihn ausgezeichnet hat, was ihn so wunderbar gemacht hat. Wir waren dann soweit 2005, dass wir in der dritten gemeinsamen Saison die Meisterschaft feiern konnten. Er war glücklich, er war stolz und hat sich für uns gefreut, für die Mannschaft, für die Fans, für den ganzen Verein. Aber er hat sich nie nach vorne gedrängt, sondern wir mussten ihn fast auf die Bühne zerren, damit er auch dabei ist. Ich wechselte 2005/06 im Winter nach München und wir hatten viele, viele Gespräche davor. Und er hat das verstanden und mir immer gesagt, Herr Hoffmann, Sie sind jederzeit willkommen bei Rapid und wenn Sie zurückkommen möchten, geben Sie mir Bescheid. Es waren keine leeren Worte von ihm, ganz im Gegenteil. Von diesem Mann, der zufälligerweise am gleichen Tag wie meine älteste Tochter Geburtstag feiert. Wenige Monate später, ich war in München nicht wirklich glücklich, bekam ich einen Anruf und jemand sagte, du, Steff, der Herr Edlinger möchte mit dir reden. Ich habe mir gedacht, ich freue mich drauf, wird sicher ein gutes Gespräch. Und er sagte, Herr Hoffmann, wie schaut's aus? Kommen Sie zurück. Ich komme zu Ihnen nach München. Dann hat er sich gemeinsam mit Herrn Höckner ins Auto gesetzt, ist nach München gekommen, wir haben gesprochen und nach kurzer Zeit war für mich klar, dass das wieder eine gute Geschichte wird, wenn ich zurückkomme und ich mich einfach auf diese Aufgabe freue. Und er hat mir im Nachhinein oft erzählt, dass es das einzige Mal war, dass er bei einem Spielertransfer beteiligt war. Er hat sich sonst nie eingemischt und wollte das auch nie machen, aber er war immer glücklich und froh, dass er mich damals noch zurückgeholt hat. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo wir natürlich noch intensiver in Kontakt waren, viele Gespräche hatten. Rudi Edlinger, mein Präsident, mein Wiener Opa, wir genossen viele, viele Stunden im Café Eiles, wo wir vorzugsweise über alle Themen reden konnten. Zuerst haben wir mal mit Rapid begonnen, dann ging es in die weite Welt hinaus. Da war jedes Thema ein Genuss für mich und eine große Lehre, von diesem Mann zu lernen. Ich konnte jederzeit zu ihm kommen, wenn ich was auf dem Herzen hatte, und auch er kam, wenn er Sorgen um seine Rapid hatte. Es war vor einem Europacup-Rückspiel, ich kann mich erinnern, PAOK Saloniki, und ich bin in der Geschäftsstelle und er kommt mir entgegen und ich sage, ja, Herr Edlinger, wie geht's Ihnen? Na, ich habe Sorgen. Dann sage ich, Herr Edlinger, was ist los? Ich weiß nicht, wenn wir das morgen nicht schaffen, wird es schwierig mit den Gehältern. Ich gehe jetzt noch eine Kerze im Stephansdom anzünden. Und ich sagte, Herr Edlinger, ich gehe nach dem Training auch hin. Also wir haben 2 Kerzen aufgestellt, am nächsten Tag PAOK geschlagen und alles war wieder gut. Ja. Er hatte für jeden ein offenes Ohr. Ja, er nahm viele Anregungen, die manchmal auch nicht so nett waren, entgegen und hat niemanden von oben nach unten betrachtet. Es ist auch keine große Überraschung, dass er
dass unter seiner Ära das erste Rapidmuseum eröffnet worden ist und er die Rolle einnahm. Und das war ein ganz großes Anliegen, die unsägliche Nazi-Ära wissenschaftlich aufzuarbeiten. Ihm war nie sein Amt wichtig, sondern der Verein, jeder Mitarbeiter, jeder Mensch, jeder Spieler. Für sie war er da, immer und zu jeder Zeit. Er war derjenige, der das Projekt Stadion ins Rollen gebracht hat. Er hat sehr viel Vorarbeit geleistet. Ich kann mich erinnern an ein Spiel in Leverkusen, wo er doch etwas überraschend auch für seine Parteifreunde gesagt hat, wir sanieren nicht, wir bauen neu. War ein sehr mutiger, aber richtiger Schritt, weil die Sanierung sich für uns nicht ausgegangen wäre. Und für dieses Stadion, das damals gestanden ist, und wir alle haben das ehrwürdige Hanapi-Stadion in unserem Herzen, hätte es keinen Sinn gemacht, eine Sanierung zu machen. Deshalb hat er in kluger Voraussicht alles vorbereitet und bei seiner Übergabe alles an das neue Präsidium rund um Michael Kramer weitergegeben und sie haben das Stadion auf ihre wunderbare Art und Weise vollendet und seit 2016 haben wir ein tolles neues Stadion. Er war aber nicht nur bei den Profis im Stadion. Er war ein großer Fan der zweiten Mannschaft, der Nachwuchsmannschaften. Er war ein so großer Fan, dass er sogar gemeinsam mit Gerhard Höckner sich einen Turm neben dem Trainingsplatz hat bauen lassen, damit er der zweiten Mannschaft besser zuschauen konnte. Er war bei vielen Nachwuchsturnieren und hat dort Tore von den Kindern genauso gefeiert wie von den Großen. Völlig zu Recht wurde er nach seiner 12-jährigen Amtszeit zum Ehrenpräsidenten des SK Rapid gekürt. Er blieb dem Verein und seinen Menschen verbunden. Und noch kurz vor seinem Tod konnte er sich über einen 3:0 Heimsieg seiner Burm gegen Ried freuen. Ich freue mich persönlich, dass ich ihn bei seinem vorletzten Stadionbesuch begleiten durfte. Ich hatte das Glück, ihn von zu Hause mit abzuholen, ins Stadion zu bringen und wir hatten noch viele, viele gute Gespräche am Weg ins Stadion, im Stadion und danach. Und ich habe ihn da auch gefragt, Herr Edlinger, wie haben Sie das geschafft? Es waren ja auch viele schwierige Zeiten und Zeiten, wo man nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Hoffmann, ich liebe Rapid, aber so schlecht kann es mir nicht gehen, wenn ich nach Hause fahre, nach Aarland, zu meiner Frau, zu meinen Kindern und zu meinen Enkelkindern und zu den Tieren, dann geht es mir immer gut. In diesem Sinne, lieber Ruri, du hast es oft gesagt, dass Anton Peña dir gesagt hat, pass auf meine Rapid auf, wir werden es alle tun. Wir danken dir von ganzem Herzen für alles, was du für diesen Verein geleistet hast und pass weiterhin, egal wo du bist, auf Rapid auf.